Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute haben wir eine ganz charmante Kollegin eingeladen, und zwar ist sie aus dem Funkhaus Kiel. Sie kennen sie alle. Wenn sie bei Ihnen auf dem Bildschirm erscheint zu Hause, dann sind sie immer glücklich. Das kann ich mir gut vorstellen. Marie-Louise Brahm, die haben wir schon einige gehabt, aber jetzt haben wir sie mal zur Fassung gekriegt. Das passte vom Termin her, und dann haben wir gedacht, gut, okay, dann lassen Sie das einfach machen. Und jetzt sitzt sie hier. Marie-Louise. Moin. Moin. Was für eine Begrüßung, Gerd. Vielen Dank. Gern geschehen. Herzlich willkommen. Danke. Ja, du hast letzte Woche Sendung gehabt. Mhm. Ja. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ja. Es geht. Ja gut, okay. Aber du fühlst dich wohl. Ja, ich fühle mich sehr wohl. Ja. Neues Studio ist toll, macht sehr viel Spaß. Auch mit Gerrit macht sehr viel Spaß. Ja. Und wir hatten eigentlich echt eine relativ entspannte Woche. Also ich kann nicht klagen. Wunderbar. Der war ja auch schon bei mir. Als Erster. Und da war ja die Frau Tewes war ja auch schon hier. Mhm. Und Gabi war auch schon hier. Gabi war auch schon. Ja, Gabi Lüsse war ja auch schon hier. Richtig, genau. Wir haben ja viel Spaß gehabt. Mhm. Was immer so schön hier bei uns auf dem Gelsen. Ja, du bist in Lübeck geboren. Genau. Am 11.3. 1981. 81. Genau. 1981, ja, du bist ja noch jung. Das ist immer für mich so. Normalerweise gab es etwas ältere Gäste. Und da muss ich mich jetzt bei dir so ein bisschen anders einstellen. Jetzt. 35. 35, doch schon. Genau. Siehst du aber nicht mehr aus. Ach, Gerd, danke schön. Ich würde es sehr gerne. Marie-Louise, du hast studiert, aber nicht in Lübeck, oder? Nee, nicht in Lübeck, in Paderborn. Paderborn? Ja, in Paderborn, tatsächlich. Oh. Es war ein kleiner Zufall. Ja. Ich habe lange überlegt, was will ich denn überhaupt machen. Das war für mich eigentlich bis zum Abi nicht klar. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, ich höre eigentlich von morgens bis abends immer Radio. Und habe gedacht, vielleicht wäre das ja was für mich. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei RSH. Ja. 3 Monate lang, und ich war danach Feuer und Flamme und habe gedacht, das ist es doch. Und irgendwie war es für mich aber immer so, dass ich gedacht habe, ich finde den NDR am sympathischsten. Das klingt jetzt ganz blöde, aber es ist wirklich so, dass ich gedacht habe, wir sind irgendwie unaufgesetzte Menschen, ganz natürlich. Ja. Fand ich toll. Ja. Und habe gedacht, da will ich ja hin, das muss das Ziel irgendwie sein. Und ich habe dann in einem Anflug jugendlicher Naivität beim NDR irgendwann mal angerufen und gesagt, was muss ich da mal machen, um später bei euch arbeiten zu können. Ja. Und ich weiß bis heute nicht, wo ich da gelandet bin, aber wer auch immer dran war, hat mir gesagt, och, studieren Sie einfach, was Sie wollen. Es ist ganz egal, wir haben hier Theologen, wir haben hier Meeresbiologen, Mediziner. Hauptsache, Sie haben irgendwie Spaß und studieren. Und so ist es dann zu Paderborn gekommen, weil ich dann gedacht habe, ich mag die englische Sprache. Ja. Also habe ich Amerikanistik studiert, und halt Medien wollte ich unbedingt ja machen, Medienwissenschaften als Nebenfach und dann auch BWL. Etwas verquere Fächerkombi, aber das gab es halt irgendwie nur in Paderborn, und so bin ich da hingekommen. Und ich bereue es auch nicht. Ja, nie gehört an Paderborn. Aha. Na gut. So. Gut, okay. Und ich bin ja katholisch, deswegen habe ich mich da natürlich wohlgefühlt. Ach so, deswegen halt. Ja, das passt natürlich. Nee. Du hast ja dann Abi gemacht, aber dann bist du nicht hier geblieben. Dann bist du erst ans Ausland gegangen, was genau. Ja, viele deiner Kolleginnen, die ich ja auch schon hier hatte, aus Kiel und aus Hamburg, ja, ähnliche Dinge so gemacht haben. Teilweise nur einfach mal, um ein bisschen Spaß zu haben, aber auch die Tätigkeiten im Ausland kennenzulernen. Mhm. Wie war das bei dir? Bei mir war das eigentlich ähnlich. Also wie gesagt, weil ich auch Amerikanistik studiert habe, war es für mich recht naheliegend, dann doch mal nach Amerika zu gehen. Ich bin da auch einige Male schon im Urlaub gewesen, und ich mag diese Sprache echt total gern. Also dieses rah, 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 ja, muss ich immer grinsen, finde ich lustig. Das Land hat mich auch immer fasziniert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ne, während des Studiums möchte ich das mal machen. Ja. Und weil es ja wirklich die ganz andere Kultur gibt mit den Stipendien und man da andere Möglichkeiten hat, auch was die Medien angeht. Ich war in Illinois, so in so einer kleinen Stadt, Normal hieß die. Ja. 2,5 Stunden südlich von Chicago ist die. Ja. Und das Schöne ist, ich durfte da machen, was ich wollte. Also es war nicht so, dass sie gesagt haben, du studierst Amerikanistik, also musst du diese und jene Seminare belegen, sondern wir konnten wirklich frei wählen. Ja. Und dann hatte ich einen Kurs, in dem wir gelernt haben, wie man Werbung macht für Radio, wie man moderiert im Radio. Und das waren auch Leute von der NBC, die uns zum Beispiel beigebracht haben, wie man Nachrichten schreibt fürs Radio. Also es war für mich eine ganz neue Welt. Ich dachte, sowas hätte ich auch gerne in Deutschland. Aber gut, es ist ja was anderes auch, weil es diese Studiengebühren gibt. Aber das war für mich ganz toll, das alles so mitnehmen zu können. Ich durfte da auch moderieren beim Campus Radio. Das war ganz lustig.
Und da gab es auch so ein kleines Casting und dann haben sie danach gesagt, ja, mach mal. Da habe ich Nachrichten gemacht und irgendwann nachts natürlich, wenn keiner zugehört hat, durfte ich dann mal ran als Deutsche. aber es war so lustig. Also es war eine ganz tolle Zeit für mich. Die möchte ich nicht missen. Also aber alles in Englisch? Ganz tolle Erfahrung. Mhm. Oder warst du auf deutscher Sender? Nee, das war auf Englisch dann. Ach so, okay. Ja. Wie lange warst du weg? Zwei Semester. Also insgesamt 10 Monate waren das. 10 Monate, ja. Aha. Mhm. Und dann bist du zurückgekommen nach Lübeck? Nee, dann, das war während meiner Zeit in Paderborn. Ach, das immer noch? Genau. Dann bist du wieder nach Paderborn zurückgekommen? Genau, da habe ich dann zu Ende studiert und dann war für mich aber klar, Ostwestfalen ist nicht meine Heimat, es muss wieder in den Norden gehen. Genau, und dann bin ich über Lübeck dann letztendlich nach Kiel. Und dann kam wieder der NDR ins Gespräch. Du sagst es. Konnten Sie sich noch erinnern, also die kleine Niedlinge? Nee, ganz so war es nicht. Nee. Aber ich habe mich dann echt beworben, auch hier bei Radiosendern. Ja. Und bin aber nirgendwo genommen worden. Ich habe auch in Paderborn dann noch beim Radio gearbeitet, nachdem ich aus Amerika wiedergekommen bin. Aber ich bin nirgendwo gelandet. Und dann habe ich gedacht so, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Ich versuche es einfach beim NDR. Beim NDR hat es geklappt. Hat geklappt. Mhm. Dann war ich bei NDR 1 Welle Nord. Ja. Ja. Und dann hast du auch Hörfunk gemacht. Genau. Ja. Viereinhalb Jahre irgendwie. Viereinhalb Jahre. Ja, genau. Mhm. Ah, so. Dann nachher habe ich dann auch in der Online-Redaktion auch mitgeholfen, aber sonst nur Radio. Mit Umfragen angefangen und dann durfte ich irgendwann auch mal mit dem Ü-Wagen raus und Live-Schalten machen und so. Schöne Zeit. Ja, ganz toll. Der Sprung zum Fernsehen, war da geplant? Weil du warst nur sehr glücklich mit deinem Hörfunk. Du warst eigentlich eine Hörfunkfrau. Mhm. Und war das geplant oder hat sich das irgendwie ergeben? Sagen wir so, ich habe ja das Volontariat gemacht beim NDR, weil ich gedacht habe, so Radio ist halt super. Also wirklich finde ich auch bis heute ganz wunderbar. Ich freue mich immer, wenn wir mittags rüber dürfen und einmal zum Hörfunk können. Ja. Aber ich habe gedacht, ich möchte mich halt irgendwie noch weiterentwickeln und habe mich dann beworben für das Volontariat beim NDR. Das ist ja so eine trimediale Ausbildung dann online, Hörfunk, Fernsehen. Und so ist es ja gekommen. Also wir haben dann so ein Seminar gehabt, Verhalten vor der Kamera hieß das, während des Volontariats. Ja. Das war irgendwie nach den ersten 5 Monaten oder so. Und ich weiß noch bis heute, dass ich, mein Freund könnte das noch schöner erzählen, weil er, ich habe sehr gelitten schon vor diesem Seminar, weil ich gedacht habe, ich möchte das nicht, ich kann das nicht. Und ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt und ich habe es immer gehasst, Referate zu halten und habe gedacht, wie soll denn das werden? Und dann habe ich ein Blackout und es geht gar nichts mehr. Dann wurde ich aber doch dahin geschubst und bin dann bei dem Seminar gewesen und irgendwie gleich am ersten Tag haben die Trainer irgendwie gesagt so, hey, machst du super, alles ganz toll. Und das blieb dann die Woche so und ich habe gedacht so, es ist irgendwie komisch, aber okay, es hat dann auch irgendwann Spaß gemacht. Und das war für mich irgendwie eine ganz komische Erfahrung, aber ich habe auch gedacht, es sind ja 10 Millionen andere Menschen da, die gerne diesen Job machen wollen und ich habe mich nach wie vor beim Radio gesehen. Und dann habe ich weitere 4 Monate später halt hier in Kiel beim Schleswig-Holstein Magazin eine Station gehabt, also war dann 4 Wochen hier in der Redaktion. Und dann bekam ich irgendwann einen Anruf aus der Chefetage. Wurde nochmal zum Gespräch gebeten und das war recht ungewöhnlich, weil man normalerweise am Anfang der Station und am Ende der Station ein Gespräch hat. Und dann sagte der Chef irgendwann, ja, so die Beiträge, die Sie machen, finden wir ja sehr gut. Ich habe so einen kleinen Anschlag auf Sie vor. Ich wüsste gerne, wie das aussieht, wenn Sie das Magazin moderieren. Yeah. Und da kriegt man dann erstmal Schnappatmung und denkt so, okay, war das jetzt ein Scherz? Und er sagte, wir haben hier gerade ein Casting, wollen Sie daran teilnehmen? Da habe ich gedacht, gut, mache ich natürlich, weil es ist ja immer interessant, sowas mitzumachen. Und dann hat er sich das halt angeguckt und sagte dann auch, ja, Frau Bahm, ich möchte, dass Sie das machen. Ach was, mit Bravour bestanden, ne? Ja, aber es ist so surreal gewesen, weil ich gedacht habe, wann fängt der Chef an zu lachen, habe ich mich gefragt. Ich gedacht habe, es kann ja nicht wahr sein. Ich habe nie vor der Kamera gestanden vorher. Ja. Nur diese 5 Tage während des Seminars im Volontariat. Und da habe ich gedacht, den Humor muss man erstmal haben, jemanden für das Schleswig-Holstein-Magazin dahinzustellen, der halt keinerlei Erfahrung hat. Ja. Also da habe ich größten Respekt. Ich freue mich sehr, dass es so ist. Aber das war total, also ich konnte es einfach nicht begreifen. Und es war auch erst 2 Monate später richtig spruchreif und ich habe diese 2 Monate überhaupt auch nicht realisiert. Ich habe es eigentlich nicht realisiert bis zur ersten Sendung. Also. Das war einfach, es war nicht greifbar. Auch die erste Sendung war ganz komisch. Also es fühlte sich halt an wie so eine Probesendung aus Spaß.
Ja, das hat mich erstmal ein bisschen erschlagen alles. Kommen wir nochmal auf diese 2 Monate. Warst du da nervös oder aufgeregt oder war das für dich eigentlich dann auch, das wird sowieso nichts? Aber gelacht hat keiner bei dir, ne? Das werde ich auch unerhört gefunden haben. aber war doch so eine Übergangszeit, wo du sagst, es könnte doch sein, was kommt dann da auf mich zu? So ein bisschen Unbehagen oder? Nee, Unbehagen nicht, aber durchaus Respekt. Also ich habe mich total gefreut. Ja. Ich tue das bis heute, weil es wirklich, es ist ein Traumjob, gebe ich auch nicht wieder her. Aber es ist einfach, ich konnte mir nicht vorstellen, was heißt das eigentlich, dass man dann wirklich da steht, dass einen wirklich auch Menschen sehen. Das sind ja recht viele. Wie wird mich das verändern? Wie wird das auch mein Leben in Anführungsstrichen verändern? Ja. Das sind alles Gedankengänge, die hatte ich irgendwie gar nicht groß. Natürlich habe ich darüber schon nachgedacht, aber das ist halt, man kann es sich einfach nicht vorstellen. Und dass man dann plötzlich zu den Moderatoren dazugehört, ist einfach unvorstellbar für mich gewesen. Schön, ne? Ja. Toll. So was gibt es im Leben, muss es auch geben. Ja. Sehr viel Glück gehabt. Solche Höhepunkte muss es geben. Schwer gefallen, Hörfunk, Fernsehen, die Umstellung oder bist du da gut mit zurechtgekommen? Ich glaube, ich bin damit gut zurechtgekommen. Also natürlich ist das echt eine Riesenumstellung gewesen. Ja, ich weiß auch, dass viele Hörfunkkollegen gesagt haben, oh, du jetzt vor der Kamera, aber das ist ja, ist es schon ganz anderes Arbeiten und es ist halt einfach für mich eine ganz tolle neue Herausforderung gewesen. Manchmal ist es schon so, wenn ich draußen bin für einen Dreh, ich bin ja auch Reporterin, dass ich manchmal denke, oh, beim Hörfunk wäre es jetzt doch ein bisschen schöner, weil dann könnte ich diesen O-Ton schneiden und den O-Ton schneiden und dann wäre das schnell fertig und beim Fernsehen passt dann dieser O-Ton wieder nicht, weil wir da schon in einer anderen Szene sind vom Hintergrund her oder sowas und dann kann man den nicht nehmen. Das sind immer wieder so Momente, die ich dann im Schnitt habe, wo ich sage, Mensch, Hörfunk ist auch ganz schön, aber ich bin schon sehr glücklich jetzt beim Fernsehen. Ja, also Wechsel würde auch gar nicht in Frage kommen. Wieder zurück zum Hörfunk, meine ich. Ich schließe ja nichts aus. Ja. Also eines Tages sicherlich vielleicht mal gerne wieder. Also wie gesagt, ich finde es immer noch toll, ins Hörfunkstudio zu kommen. Man kann einfach irgendwie schnacken. Ja. Das ist alles ein bisschen schneller als beim Fernsehen manchmal. Du hast ja auch mit deinem Partner Glück gehabt, ne? Ich habe ja Gabi ja auch gefragt, wird das so gedeichselt oder werdet ihr gefragt, wen ihr gerne hättet? Das ist natürlich eine Sache, die dann dem Partner oder dem, der jetzt nicht ausgewählt wird, doch so ein bisschen unglücklich wäre. Aber die Pärchen werden zusammengestellt, oder? Genau, also wir hatten da kein Mitspracherecht, aber wir waren auch alle glücklich, so wie es gekommen ist. Insofern ist das eine gute Fügung gewesen, eine gute Entscheidung von oben. Gerrit ist ein super Partner, Vollprofi, dem bringt überhaupt gar nichts aus der Ruhe. Und es ist echt, wir haben eine ganz nette Stimmung auch immer bei uns im Büro, wenn wir uns vorbereiten und halt Dinge auch schon mal absprechen, wie wollen wir dies und das irgendwie machen. Okay. Er bringt auch mal ein Fischbrötchen mit, weißt du? Ja. Auch sowas gehört dazu. Oder frisch gebackenen, selbstgebackenen Kuchen. Also ich werde gut versorgt. Das ist doch fantastisch. Gut, okay, da war es auch so ein bisschen größenmäßig, glaube ich, ist das auch überlegt worden, die Anpassung. Nicht? Denn, guck mal, Gabi, du hast ja Insider-Infos, merke ich. Ja? Du hast ja Insider-Infos, merke ich. Ja, gut. Aber es stimmt, etwas spielt durchaus eine Rolle. Wir konnten ja früher, du erinnerst dich bestimmt noch, in unserem anderen Studio, da konnten wir so ein bisschen schummeln manchmal. Ja, genau. Da war das ja so, dass wir mit den Nachrichtensprechern immer nur ganz am Ende der Sendung dann irgendwie gemeinsam zu sehen waren. Und da waren wir nie von Kopf bis Fuß zu sehen. Das stimmt. Und hier hat man dann halt so eine kleine Kiste untergestellt, damit ich einigermaßen auf Augenhöhe bin mit Gabi auch mit Christopher, weil die natürlich echt viel größer sind. Und jetzt sind wir ja von Kopf bis Fuß zu sehen, da kann man halt nicht mehr schummeln. Ja, ja. Und natürlich wäre das schon, also es wird vorkommen, auch im Januar sogar, dass ich mal mit Jan Malte im Studio stehe, darauf freue ich mich auch schon. Tatsächlich? Weil Jan Malte auf echt, der Kiste, oder? Nee. Nicht auf Kiste. Aber Jan Malte ist ja, glaube ich, wirklich 2 Meter groß. Oder so groß an die ist, 2 Meter, ja. Oh. Und das wird schon das wird ja so interessant aussehen. Werden, ne? Ja, da musst du dann den Blick nach oben richten. Ich werde mir noch entsprechende Schuhe kaufen, glaube ich. Oder das, ja. Ja, okay. Ja, das ist natürlich auch eine wichtige Sache, so vom Bild her. Ich denke auch mal, so größenmäßig passt das ja auch jetzt hervorragend. Ne? Ja. Gerrit ist ja auch nicht so groß. Zwar etwas größer als du, aber definitiv. Das ist aber noch erträglich. Ne? Ja, ja. Und wir achten ja auch darauf, bei den verschiedenen Positionen, die wir so haben, dass dann derjenige, der ein bisschen kleiner ist, halt vorne steht und der andere ein bisschen zurückgesetzt. Also das geht dann schon ganz gut. Aber manchmal ist es so, dass es halt technisch nicht anders machbar ist, wegen der Übergänge. Dann
sehe ich halt doch mal aus wie ein Miniaturwunderland, aber es ist dann immer nur für einen kurzen Augenblick. Marie-Lise, ihr kriegt ja, die Themen kriegt ihr ja serviert, ne? Genau. Und, aber ihr müsst ja noch so ein bisschen absprechen, euch jetzt, du und Gerrit genau. jetzt. Mhm. Habt ihr da, sprecht ihr das zusammen ab oder macht jeder für sich seinen eigenen Part? Also die Sachen, die wir alleine anmoderieren, das macht halt jeder dann auch selbst. Alleine, genau. Ja. Also beziehungsweise auch da, wenn wir uns die Beiträge vorher angucken mhm. und man dann denkt, so hier habe ich diesen und jenen Gedanken, natürlich ja. Schieben wir uns dann die Bälle da auch zu. Klar. Und wenn es heißt, so hier, das sollen wir aber in einer Doppelmoderation machen, dann mhm. klar, sprechen wir gemeinsam ab. Mensch, ja. was hast du da für eine Idee? Und dann spinnen wir da gemeinsam drauf rum, erzählen uns das quasi so ein bisschen gegenseitig und dann schreiben wir es uns halt auf, wie es ja. so laufen könnte nachher in der Sendung. Ich denke immer mal so, ist das vielleicht ein kleines Problem, ihr wechselt euch ja immer ab. Sag mal, mhm. ihr behandelt ein Thema, dann fängst du jetzt an, aber Gerrit bleibt ja bei dem Thema. Habt ihr da irgendwo einen Punkt, wo ihr sagt, so, hier ist ein Cut und dann kommst du? Oder nicht, dass ihr mal zu früh anfangt oder so? Oder wartet ihr drauf ab, so jetzt bewegt sich der Mund mir, jetzt bin ich dran? Oder habt ihr so im Gefühl, oder das passt auch beim letzten Wort, oder etwas, da bist du dran, oder das ist interessant, mal zu erfahren. Also wir spielen das ja vorher schon durch, insofern ja. wissen wir so ungefähr, was der eine sagt und wann dann ich wieder dran bin. Und es ist ja so, dass wir halt wirklich sekundengenau quasi zur Tagesschau fertig werden müssen. Ja. Das heißt, wir schreiben es uns auf. Wir haben auch einen Prompter im Studio, der natürlich mal versagen kann, aber natürlich hangen wir uns dann lang. Aber natürlich passiert das mal, dass man irgendwie, während man spricht, noch andere Gedankengänge hat und ja. dann halt echt ins Plaudern irgendwie kommt und dass dann eh alles nicht mehr stimmt, was ja. da steht. Aber wenn man sich anguckt, dann registriert ja. man das ja. Aber manchmal ist es wirklich so, wenn wir frisch aus einem Beitrag kommen, den wir aber beide vorher nicht sehen konnten, weil der erst während der Sendung fertig geworden ist, dann hatten wir ja manchmal den Impuls, oder ja. ich zumindest, dann noch was zu sagen. Ja, und denke ich aber auch so, ob Gerrit das jetzt mitbekommt, weil wir gucken ja erstmal in die Kamera und sehen uns dann ja gar nicht Klar. so irgendwie dabei. Ne? Ja, ja. Da muss man immer mit ein bisschen Gefühl arbeiten. Gut. Ja. Prompter ist natürlich irgendwo eine gewisse Sicherheit. Nicht? Und ja. da kannst du ja eigentlich froh sein, dass ihr die Möglichkeit habt. Bei mir wäre das nicht möglich, weil das müsste eigentlich in deinen Augen stehen. Nicht? Meine Fragen. Müsste so weit ist die Technik noch nicht, lesen? Aber interessante Idee. Ja, dann müsste ich auch deine Augen lesen können. Ne? Na gut, okay, aber das ist natürlich alles eine Sache des Könnens oder des Wissens. Oder bei euch ist es ja, wie gesagt, die Erleichterung. Ihr habt das ja alles, ihr guckt ja auch selten mal auf eure Zettel, oder das wundert mich allerdings auch. Das stimmt. Und aber die Vorbereitung ist ja auch entsprechend. Und ich sag mal, ihr seid ja auch noch verhältnismäßig jung. Dann ist es einfacher, etwas zu behalten als im hohen Alter. Ne? Wir versuchen es zumindest, aber es hängt natürlich auch echt von den Themen ab. Ja. Es gibt ja Themen, zu denen hat man leichten Zugang, bei anderen fällt es ein bisschen schwieriger. Oder es sind halt wirklich komplexe Themen, wo jedes Wort auch durchaus großes Gewicht hat und man ganz genau aufpassen muss, was man sagt. Und dann ist es wirklich auch einfach eine Erleichterung zu wissen, okay, wir haben diese Orientierung da von der Technik oder wir haben es halt bei uns auf den Karten drauf. Aber wenn wir halt von draußen senden, das passiert ja auch mal, hat man es ja auch alles im Kopf. Also es geht alles, aber es ist halt schön, irgendwie so ein Netz zu haben, das man sich auch fallen lassen kann. Das ist eine gute Sache, ne? Diese Pärchen, bleiben die ständig bestehen oder hat man da schon mal Überlegungen gesagt, gut, okay, das kann man nicht machen im Zuschauer, mehr werde ich dieselben zu offerieren, dass man einfach mal sagt, so weißt du, sie machen jetzt Marie-Louise und auch mit Scheffelmeier zusammen oder... Sind da so Überlegungen oder ist das jetzt feststehend? Also ich habe noch nichts gehört, Gerd. So. Ich weiß nicht, ob du schon was hast. Nein. Also so bist ja auch viele unterwegs in der Medienlandschaft. Ja, nein, gut, aber, okay, aber es sollen feste Pärchen sein und die sollen auch so bestehen. Also es passiert ja mal, dass jemand dann krank wird, ne, dann tauschen wir natürlich, aber achten schon darauf, dass dann auch ein Mann und eine Frau im Studio ist, wenn es irgendwie geht. Aber ansonsten sind wir feste Pärchen. Ja. Prima. Kommen wir mal zum Sport so ein bisschen. Mhm. Tennis? Gerne. Mhm. Du machst ja noch mehr, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber welche Sportart steht dann ganz oben an? Tennis? Tennis und Definitiv. Wo? Ich spiele hier am Wasserturm, da bei der TG Ravensberg. Ach, Ravensberg. Ich, genau. In einer Mannschaft? Ja, das auch. Bei den Ü30-Mädels. Ja. Wir hatten auch gerade wieder Punktspiel. Ü30 ist unter 30, ne? Nee. Ü ist über. Ach, ja, richtig. Über 30. Genau. Aber es ist leider so, dass ich auch durch meine Arbeit nicht so viel spielen kann und auch Punktspiele nicht so viel machen kann, wie ich gerne möchte. Aber es ist ein ganz toller Verein, ganz tolles Team
macht total Spaß. Also ich frage mich, warum ich das nicht vorher schon gemacht habe, als ich noch beim Radio war, weil ich ja auch um die Ecke gewohnt habe. Aber jetzt bin ich echt seit 3 Jahren passioniert dabei und das aber ist einfach meine Sportart, ich liebe okay Tennis. Aber nicht in einer Mannschaft, wo du jetzt feste Termine hast, so Punktspiele oder sowas, ne? Ja doch, also schon Punktspiele auch. Ja. Und eigentlich immer Mittwochabends auch Training, aber das schaffe ich, wenn ich Glück habe, einmal im Monat. Toll. Da warten wir ja nur auf unsere Frau Kerber, dass ihr da mal ein Match macht bei euch im Vorkauf. Ne? Also an mir soll es nicht liegen, gerne. Aber an die kommen wir ja nicht ran. Ja, nicht. Ich und glaube, habt ihr das schon irgendwie einen Termin, aber die ist ja kaum da, nicht? Nee. Wir haben auch schon ein paar Mal versucht, ein Interview mit ihr zu bekommen, aber gut, man kann es verstehen. Ich glaube, die ganze Welt ist an ihr interessiert, deswegen. Genau so ist das. Ich habe es auch schon probiert und da kriegt man entsprechende Antworten, was auch korrekt ist. Ne? Ja. Also meine, ihr steht natürlich wesentlich höher als der offene Kanal, das ist klar. Aber zur Weihnachtszeit soll sie ja eigentlich immer ja, die ist ja hier um diese Zeit. Mhm. Aber jetzt ist sie, glaube ich, schon wieder unterwegs. Die Turniere Ende des Jahres, glaube ich, fangen Turniere auch an. Aber du hast auch noch andere Sportarten. Meine außer, die lassen wir jetzt mal weg, die im Urlaub. Da kommen wir jetzt noch mal drauf. Die ist natürlich sehr. Du hast noch sehr viel vor, Gerd. Die kommt etwas anderes noch. Ich bin gespannt. Noch eine andere Sportart, also nicht die du im Urlaub machst. Willst du aufs Kiten hinaus? Nein, klettern. Klettern? Ja. Klettern mache ich gar nicht. Wenn, dann wandern, aber es ist auch schon zu viel gesagt. Ach so. Also mache ich im Urlaub in der Tat mal ganz gerne, aber haben wir jetzt in den letzten Urlauben auch gar nicht mehr so viel gemacht. Aha. Wobei, als wir in Italien waren, waren wir auch noch mal, aber nur einen einzigen Tag irgendwie wandern. Aber das habe ich viel gemacht, als meine Schwester in der Schweiz war. Das war sie nämlich für 2,5 Jahre. Ja. Und dann bin ich da im Urlaub immerhin, zack, und dann in die Berge. Finde ich total toll, frische Luft schön, atmen, ja. Sport machen dabei, was Leckeres, ordentlich deftiges Essen. Muss ja immer einen Anreiz haben. Ja. Super. Also mag ich voll gerne. Ich bin sowieso voll gerne in der Natur. Also sowas mache ich viel lieber als irgendwie einen Städteurlaub oder sowas. Ja, ist auch gesunder, ne? Gibt es ein spezielles Reiseziel oder ist das egal? Also wenn ich mich festlegen müsste, ist es eigentlich Sardinien inzwischen geworden. Oh. Italien bin ich sowieso großer Fan und Sardinien ist einfach wunderschön und ist auch noch nicht so touristisch. Also wir waren, Kontrastprogramm war, wir waren in diesem Jahr an der Amalfiküste. Ja. Das hat uns überhaupt nicht gefallen, weil da wirklich Heerscharen von Touristen nur waren und alle Geschäfte nur auf Touristen ausgerichtet waren. Und auf Sardinien war das irgendwie noch ein bisschen, da fühlt man noch ein bisschen mehr. Ja. Es hat so mehr, man sieht noch mehr Einheimische. Es gibt noch nicht überall Speisekarten auf Englisch oder auf Deutsch oder was auch immer. Das ist einfach fantastische Strände, wunderschön, leckeres Essen. Gutes Wetter, alles, was man braucht. Ja, gut, jetzt bleiben wir beim Essen. Bleiben wir beim Essen. Gibt es ein Lieblingsessen? Und wenn ja, geht ihr mal irgendwo hin oder bist du auch so ein kleiner Kocher, ne? Oder ja, Koch, ne? Ich bin kleiner Koch, mein Freund ist der größere Koch, sagen wir mal so. Ja, das passt. Da habe ich das große Glück, genau, dass auch manchmal, wenn ich moderiere, mein Freund dann irgendwas Schönes abends dann für uns schon fertig hat. Das ist ganz toll. Lieblingsessen, wir kochen immer so unterschiedlich, da tue ich mich fast schon schwer. Also ich bin Fan von Risotto, mag ich total gerne in allen Varianten. Aber unterm Strich mag ich immer noch am liebsten Desserts, glaube ich. Und Eis. Eis finde ich sehr leidenschaftlich. Sehr leidenschaftlich. Ja, gut, das kenne ich meine Frau auch. Ja. Ja. Und, ja. Es kann sehr anstrengend sein, aber auch deshalb ist Italien ein gutes Urlaubsziel. Hast du völlig recht, ja. Genau. Aber das ist oftmals auch sehr süß, ne? Oder? Ich mag das ja. Ah, du machst das ja die Hauptsache. Ja, und hier gibt es ja keinen. Oder gibt es da überhaupt noch Italiener? Es gab ja früher mal diesen Toscani, aber den gibt es glaube ich nicht mehr. Ne? Nee, aber es gibt einen sehr guten Eisladen. Ja? Ja gut, das hört ja auch. Und eben. Die kenne ich da auch, ne? Ja. Marie-Louise Brahm hier bei mir auf dem gelben Sofa. Eine Frau mit einem Traumjob, den sie gefunden hat in Kiel. Finde ich ganz toll, wünsche ich dir auch alles, alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Aber ich möchte jetzt noch wissen, wie sieht es mit dem Hobby aus? Also Hobby ist für mich in der Tat Sport. Ja. Weil es halt mit den Arbeitszeiten so ist, wie es ist, bin ich jetzt zwischendurch so verzweifelt gewesen, dass ich gedacht habe, ich versuche es mal wieder mit dem Fitnessstudio. Das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Ja. Das mache ich jetzt seit 1,5 Monaten, aber bis jetzt macht es auch sehr viel Spaß.
Und das ist für mich total wichtig, irgendwie für den Ausgleich, auch um sich gut zu fühlen und echt kopffrei zu bekommen. Mache ich sehr gerne. Am besten dann noch mit Sauna hinterher und dann ist man einmal schön runtergefahren. Mache ich super gern. Tolle Sache. Und natürlich mit Freunden treffen, ganz wichtig. Ja, allerdings, ja. Ja. Gut, das ist ein schönes Hobby. Ne? Ja. Hat und auch Essen. Schon mit Gesundheit zu tun. Ja, und Essen auch noch. Ja, gut, prima. Aber das sind schöne Hobbys, die du hast. Ich finde ich gut, ja. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Da müssen wir mal was ausschließen, aber das sage ich jetzt gleich dazu. Okay. Gibt es ein Highlight in deinem Leben, aber bitte, außer jetzt kommt der Ausschluss, bitte nichts Familiäres. Ja, weil ich höre das immer, ja, Tochter ja, geboren eben. Und Heirat. Neffe, und Nichte. Das hat jeder, nicht? Das war für uns ja alle mal ein Highlight. Aber ich meine, irgendwie ein anderes Erlebnis, ob das so ein Urlaub war oder während der Ausbildungszeit oder Amerika oder wo auch immer, du sagst, oh Mensch, da denke ich ab und zu mal dran, das war ja nicht toll. Es sind jetzt so viele Dinge bestimmt. Greifen wir mal eins raus. Meine Güte, da weiß ich gar nicht, also so ad hoc. Ad hoc weiß ich, wie glücklich mich das gemacht hat, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich diesen Job bekomme, dass ich das wirklich machen darf. Das war sehr emotional und es hat mich sehr gefreut. Ja. Aber meine Güte, Gerd. Aber das ist mir fällt gleich, wenn hier die Kameras aus sind, fallen mir bestimmt ganz viele Dinge bestimmt, an. Das ist der Klassiker. Und dann tragen wir das nach. Ja, unbedingt. Gut, schön, prima. Marie-Louise, schön, dass du da warst. Dafür bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich. Ich weiß, ich habe wenig Zeit. Hat mich sehr gefreut. Danke. Dankeschön. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Vor allem Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Grüße deine Kolleginnen und Kollegen bitte ganz herzlich von mir. Gerne. Sie kennen dich alle? Die kennen mich mittlerweile alle, ja. Na gut, das ist aber auch schön, man so einen gewissen Kreis hat, nicht? Und das ist sehr schön. Alles, alles Gute nochmal. Viele Grüße zu Hause, kann ich sagen, ich kenne deinen Freund, nicht? Aber vielleicht lerne ich irgendwann mal kennen. Danke, dass du da warst. Hat mich gefreut, wirklich. Vielen Dank. Ne? Gern geschehen. Alles Gute auch für dich. Alles Gute. Tschüss. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Mit einer tollen Frau hier zu sitzen, hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Das nächste Mal, die nächste Sendung sehen Sie dann mit Rolf Johannig, ehemaliger Stadtpräsident. Da freue ich mich auch drauf. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und freue, dass Sie dabei waren und sage bis zum nächsten Mal Tschüss.